Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich heute zu dem Einsatz Atalanta sprechen darf. Ich darf meine kurzfristig erkrankte Kollegin Julia Obermeier vertreten, der ich von der Seite aus gute Besserung wünschen möchte. Ich freue mich deswegen, weil ich mich noch gut an die Zeit von vor 5 Jahren erinnern kann, als wir im Verteidigungsausschuss fast wöchentlich Berichte bekamen von entführten Handelsschiffen, von entführten Schiffen des Welternährungsprogramms, teilweise mit schauerlichen Darstellungen, wie mit Brutalität, wie die Piraten gegen die Besatzung vorgegangen ist. Horrende Lösegeldzahlungen sind damals geflossen. In Deutschland ist ja vor allem der Fall der Hansa Stavanger bekannt, 2009, 24 Seeleute, 4 Monate in Geiselhaft, 2,5 Millionen Euro Lösegeld. Meine Damen und Herren, das ist jetzt vorbei. Seit 2012 ist kein Schiff mehr erfolgreich entführt worden. Seit 2014 hat es keinen Piratenangriff mehr gegeben. Und dass das heute so ist, dass der Golf von Aden nicht mehr zu den gefährlichsten Gewässern der Welt gehört, ist ein Verdienst der EU-Mission Atalanta. Und meine Damen und Herren, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich den Kollegen Neu von den Linken auch mal zustimmen werde, aber an einem Punkt hat er recht. Wenn Atalanta heute stoppen würde, dann wäre sofort wieder die Piraterie am Laufen. Und deswegen ist es wichtig und richtig, dass diese Erfolgsgeschichte von Atalanta fortgesetzt wird. Atalanta bringt Sicherheit in den Golf von Aden, sie sichert Schiffe des Welternährungsprogramms und sie sichert Handelsschiffe. Etwa 20.000 Handelsschiffe im Jahr durchqueren jedes Jahr dieses Seegebiet. Und meine Damen und Herren, unsere deutschen Soldatinnen und Soldaten werden bei diesem Einsatz gebraucht. Und gestatten Sie mir, ich bin Mitglied im Freundeskreis der Fregatte Bayern. Dieses Schiff hat im Moment die Führungsrolle, dass ich den Soldatinnen und Soldaten auf der Fregatte von dieser Stelle aus meinen herzlichen Dank und Anerkennung für einen anstrengenden und anspruchsvollen Auftrag dort unten hier sende. Aber es sind nicht nur die Soldaten auf der Fregatte Bayern, die im Moment gefordert sind. Wir erleben momentan, dass die Marine an allen Ecken und Enden gefordert wird. Ich habe gerade nachgezählt, alleine in den letzten 11 Monaten sind 3 neue Aufgaben für die Marine hinzugekommen. Zum einen EU NAVFOR, zum anderen Anti-IS, der maritime Anteil, und zum dritten der NATO-Einsatz in der EGS. Und deswegen ist es nicht nur militärisch richtig, sondern schafft auch Entlastung für die Marine, dass wir heute und in den kommenden Wochen mit der Befassung die Mandatsobergrenze für die EU-Mission Atalanta weiter reduzieren können. Aber wir können den Einsatz noch nicht ganz abstellen. Deutschland hat zwar auf EU-Ebene jetzt angeregt, eine Strategie zu erarbeiten, wie Atalanta beendet werden kann, aber im Moment können wir sagen, dass wir auf diesen Einsatz noch angewiesen sind. Der Einsatz ist auch keine Lösung, und das behauptet auch niemand, für das Problem in Somalia. Somalia braucht einen vernetzten Ansatz. Es muss auf der einen Seite braucht es stabile rechtsstaatliche Strukturen, funktionierende Sicherheitskräfte, sowohl auf See als auch auf Land. Und wir unterstützen Somalia dabei auf diesem Weg durch die Mission EUTM Somalia. EUCAP Nestor ist ja auch von den Kollegen schon angesprochen worden. Auf der anderen Seite brauchen die Menschen in Somalia humanitäre Hilfe, weil es ist vielfach die Armut, die sie in die Kriminalität treibt. Und deswegen unterstützt Deutschland Somalia jährlich mit 95 Millionen Euro Entwicklungshilfe. Und wir wollen diesen Anteil in Zukunft auch weiter steigen. Aber damit dieses Geld wirkt, braucht es ein sicheres Umfeld, in dem es auch investiert und ausgegeben werden kann. Und da schließt sich der Kreis. Deswegen ist wichtig, dass die EU-Mission Atalanta noch weiter fortgeführt wird. Sie ist nicht die Lösung, aber sie ist ein Stabilitätsfaktor in einem unruhigen Gebiet in Somalia. Und deshalb, meine Damen und Herren, werden meine Fraktion und ich diesem Einsatz zustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schließe die Aussprache interfraktionell.